Senatorin Organa ist eine Weile her. So eine Republik ist äußerst aufwendig. Die Jagd auf eine imperiale Flotte auch. Es wird noch aufwendiger, Commander. Ich habe eine Bitte. Einer unserer Generäle ist verschwunden. Die Spur führt nach Takodana, aber er meldet sich nicht mehr. Suchen Sie bitte noch Han Solo. Hey, Mas. Gib mir noch ein paar Grenzlinge. Nein, erst wenn du den letzten Drink bezahlst. Komm schon, du weißt, du kriegst dein Geld. Von dir kriegt man in aller Regel gar nichts. Wo ist mein Wookie? Chewie arbeitet am Falken. Auf Yomark hat's den Langstreckenkommunikator erwischt. Solo, du bringst ihn überhaupt nicht mehr mit. Du machst ihn eben nervös. Ihr zwei habt doch irgendwas vor. Spuck es schon aus. Du weißt doch, alle Geschäfte laufen über mich. Ich treffe einen imperialen Verräter. Er sagt, er kann helfen, die Wookies auf Kashyyyk zu befreien. Kennst du ihn vielleicht? Ich schwöre, wenn du mir hier das Imperium in mein Schloss schleppst... Du weißt genau, ich hinterlasse keine Spuren. Komm schon, hilf mir doch. Hilf Chewie. Ich kenne diesen Mann nicht, aber es ist spät. Und meine Gäste hier werden immer gesprächig. Danke, Mas. Ich schulde dir was. Du schuldest mir mehr als das, Han Solo. Und vergiss es ja nicht. Alles klar. Schön ist hier, hey. Schön ist es hier. Claudi, schön dich zu sehen. Dazu mal, ich suche einen Freund, der heißt Paldora. Kennst du ihn? Nachdem du mich beim Zirka-Job hast hängen lassen? Vergiss es. Hat doch alles geklappt. Muss es wohl, denn du bist hier. Hau ab! Finde deinen Paldora allein. Ihr könnt über eure blöden Bärte reden. Er hat also eine Bart. Alles klar. ich habe einen Schwarm. Wo war der? Vielleicht hier, ne? Schön hier in dem Schloss, ne? Ob man auch hoch kann? Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen? Ich erinnere mich. Ein Hafen im Sturm. Zwei Twi'lek-Topper, ein dreifach geschütteter Outer Rift. Ah doch, ich kann hoch und runter. Okay. Habe ich hier noch? Aha. Hey, Mr. Paldora. Lange nicht mehr gesehen. Mein Wookiee-Freund hat gerade nach Ihnen gefragt. Sie verwechseln mich wohl höchstwahrscheinlich. Dieser unerträgliche Mann ist da oben. Nichts für ungut. Aha. Hey, die Musik ist einfach gut hier, ne? Ich glaube, ich beende die Mission gar nicht. Wir machen einfach ein bisschen Party. Ich beschaffe Ihnen Billy. Sie sehen genauso aus wie ein Freund von mir. Er heißt Paldora. Ach, Sie meinen den Idioten, der Marinzane Gold säuft? Dieser Idiot kann sich Marinzane Gold leisten? Muss schön sein, was? Alles klar. Im oberen Stock Marinzane Gold trinkt. Müsste hier hinten sein, oder?
Nö. Im oberen Stock. Das heißt theoretisch einfach nur eins höher. Ah nein, hier hinten. Mal sehen, ob ich etwas in Wookiee-Sprache bestellen kann. Han Solo, imperialer Spezialist Ralsius Paldora. Freut mich, Sie endlich kennenlernen zu dürfen. Geht das nicht auch leiser? Oh, klar, klar. Wir treffen uns schließlich inkognito. Ich wette, Sie wollen wissen, wieso ich abtrünnig wurde, oder? Los, wir müssen Sie jetzt hier rausbringen. Dann gehen wir mal. Okay. Ich habe die gewünschte Information. Natürlich nicht dabei, sondern in zwei Datenwürfeln im Wald. Zur Sicherheit. Das meinen Sie jetzt nicht im Ernst? Im ersten sind imperiale Frachtwagen, Betankungsstellen, versteckte Waffen. Die Republik bekommt das alles für sicheres Geleit und Asyl. Und Ihre Geheiminfos von Kashyyyk? Die sind woanders versteckt. Ich habe wirklich alles, was Sie für die Befreiung der Wookiees brauchen. Aha. Sagen Sie mir, woher die Infos stammen. Imperiale Offiziere reden jetzt. Machtspieler und so. Ja, ja, das raus jetzt hier. Also, die meisten Statistiker werden von agilen Kollegen getötet. Oh je. Ein Freund von dir? Ich nehme an, das ist deine Schuld? Ja, wie üblich. Was ist meine oberste Regel, Solo? Nicht kämpfen. Komm jetzt. Wir müssen weg. Wir werden kämpfen. Der erste Datenwürfel ist bei einem Generator vor uns. Glaube ich. Konnten Sie die Infos wirklich nicht mitbringen? Ja, Moment kurz. Schuldangriff, Han Solo stürmt nach vorne, rennt den ersten Gegner, der ihm in den Weg kommt, um. Unverursacht hat wohl Schaden. Scharfschütze Han Solo kann den DL-44 für einige Sekunden schnell abfeuern. Han Solo wirft eine Haftgranate. Okay. Ich bin jetzt da. Sturmtruppen, heiße, wir müssen sie ausschalten. Feuer! So viel. Oh no, oh no, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Das wäre fast in die Hose gegangen. Autsch. Ah, ich ich wollte nicht schlagen. Irgendwo, ja. Du bist echt, ne? Eigentlich sollte ich dich abknallen. Und jetzt? Willst du nicht vorgehen? Du weißt doch, wo der Daten... Wohin gehen Sie? Weiß es nicht. Du solltest doch den Datensatz finden, Mann. Da ist hier drinnen. Wechseln Sie jetzt die Seiten? Nein. Boah, den Typen würde ich gerne abknallen. Gib mir auf den Keks, ja? Ah, hier ist es. Ja, alles klar. Ha, hier ist nichts. Ach so, es sind mehrere. Armin! Die Infos auf diesem Datenwürfel werden Ihren Freunden in der Republik helfen. Subi. Achtung, da sind noch mehr! Schwerer Truppler!
Wow! Und bin ich denn jetzt gestorben? Na gut. Ja. Imperialer schwerer Schütze! Na, außen rum. Ich hab da einen Schatz. Eine irgendwo? Die Kaschik-Information. In der Nähe eines hübschen Schreins hier im Wald. Vorwärts! Ihre Infos müssen gut sein, wenn Sie so viele Truppler auf Sie hetzen. Dem Imperium geht schlechter als alle denken. Und es hat Angst, dass die Republik es erfährt. Die Flotte verbraucht auf der Flucht vor ihren Angriffen mehr Treibstoff, als sie nachliefern kann. Einer von 148 imperialen Offizieren ergibt sich und will Asyl. Wir haben 3,4% weniger Sternenjäger. Schön und gut, aber was ist mit Kaschik? Sind Sie sicher, dass Ihre Infos den Wookies helfen? Sie bringen sie auf den Planeten. Was hat die Republik denn vor? Ich bleibe hier drüben. In Sicherheit. In Sicherheit. Warum ist es so laut hier? Das soll dieser Schrein sein, ne? Was? Feuer frei! Der da hat schwere Waffen! Achso, ich kann ihn gar nicht hinterrücks töten. Ja, gut gemacht, mein neuer Freund. Rück hervor! Wir sollten weglaufen. Ja, ich prügel dich! Ui, da sollte ich nicht raufstehen. Was für ein Schütze! Was verzeiht ihm ganz bestimmt? Also, wo habe ich denn nur... Boah, der Typ, ne? Der ist so ein Idiot, ne? Ich finde sie. Unglaublich. Da sind sie offensichtlich nicht. Warum sollte ich sie da reintun? Oh. Sie sind keine Hilfe. Diesen Typen, ne? Gefunden. Da kommt Verstärkung. Ja, von wo? Runter. Geh runter. Ich höre sie von hier. Ja, damit kommen wir auf den Wookie-Planeten. Und jetzt zu ihrem berühmten Falken. Sie kennen doch den Falken. Sie schlüpfen mit 2,2 von 300 imperialen Truppen den rasenden Millennium-Falken. Mhm. Der wirft ein bisschen viel mit Zahlen um sich. Was ist er? Imperialer Analyst oder was? Sollten wir nicht zum Schiff gehen? Die landen da hinten. Da hinten sind, glaube ich, Wookies, wenn ich mich jetzt nicht komplett geirrt habe. Ja. Das ist Chewbacca! Chewie, mach den Falkenstart klar, wir müssen schnell hier weg!
Chewie! Was soll ich tun? Halt den Mund und lauf, Kumpel! Ich halte sie auf. Mach du den Falken startbereit. Nicht anfassen! Oh, man. Da kommen noch mehr. Wo ist da? Heute ist nicht mein Glückstag. Da, ein Offizier. Alles klar für Zündung. Wow. Was für ein wunderbarer Zufall. Holy shit. Hey, vielleicht wird's heute doch nicht so schlimm. Es scheint. General Solo, hier spricht Eigenbertio. Bereit zur Hilfe. Mann, bin ich froh, Sie zu sehen. Was führt Sie hierher, Kommander? Sie, General. Senatorin Organa schickt uns. Ich nehm's zurück, Joey. Schlimmer kann's überhaupt nicht mehr werden. Türen gesichert, aber da kommen ein paar alte Freunde in Teichweg an. Hey, ich mach das schon. Wäre zu schön, wenn Sie einmal nicht kämpfen würden. Ha, wo bliebe da der Spaß, General? Okay. Weg hier. Moment! Nachbrenner, Gewehr, Temposchub, Spezialmodifikation, Primärwaffenschaden, verhindert Dauerüberhitzung und Doppelstoßraketen, Raketen, die Ziele verfassen. Okay, dann let's go! Das sind keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. Wollt ihr zerstören? Jawohl. Ich trifft keinen Schuld, Chewbacca. General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Gut. Bringen wir ihn auf den Boden des Sees. Oh, das wird Mars gar nicht gefallen. Ist egal. Boah, ich drehe mich so hässlich hier. Entfernung von Information. Feindlicher Sternenjäger nimmt Kurs auf General Solo. Immer noch anfliegen und dann haben wir es. Aber sein Hyperantrieb hat 1,22 mal häufiger eine Fehlfunktion als das Modell 2400. Chewie, schaff ihn aus meinem Cockpit. Nein, halt, bin schon still. Ist weg, ne? Hi beim Schloss. Ja, schalten Sie ihn auf. Schon dabei. Komm. Zack. Und zack. Und weg ist er. Sehr schön. Ist etwas schwerfällig. Schwert,
Ich seh ihn! Feuer! Alles klar. Danke, Eisen! Ein Jäger weniger, der Ärger macht. So wird's gemacht. So muss es. Hoffentlich war das jetzt das letzte, Sohn. Ich sagte doch, ich mache das. Haut jetzt endlich ab. Haut einfach ab. Gute Arbeit, General. Jetzt geht's zurück zur Flotte. Genau genommen habe ich was anderes vor. Chewie sendet die Koordinaten. Roger, wir sehen uns dort. Aber du musst zurückkommen. Keine Sorge. So leicht wirst du uns nicht los. Sie gehört Ihnen, Commander. Was immer Sie mit dem Droiden gemacht haben, Dallas, ist eindeutig falsch. Hey, Kumpel, er ist repariert. Ist nicht meine Schuld, wenn er Sie jetzt mag. Inferno-Trupp. Triff, ich habe Sie nicht gesehen, seit Lando Sie hierfür bestimmt hat. Wie geht's Ihnen? Wunderbar, Senatorin. Was beschäftigt Sie, Commander? Paldoras Infos zufolge leitet mein Vater einige Operationen auf Bespin und Sallust. Erlaubt ihr, dass ich ihn suche und festnehme? Sie unterstehen mir nicht ein. Das Flottenkommando missbilligt. Vielleicht eine derart persönliche Mission. Ah, aber ein imperialer Admiral sollte doch keinesfalls den Feind stärken, habe ich nicht recht? Es wäre von Vorteil, wenn Sie ihn herbringen, Commander. Ja, Ma'am. Und möge die Macht mit Ihnen sein.